Herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Und wir haben neue Aufträge und einen kleinen Blick auf das Aufnahmeprogramm. Jawohl, nimmt auf. Ladebildschirm. So, und ich sehe gerade etwas, und zwar, dass sich dort ein Safe befindet. Bitte mal hacken. Dankeschön. Ja, diese Creditkisten, oder diese Tresore, die hier rumliegen. Die geben halt diese Credit-Kisten, die ich hier gerade geöffnet habe. Und hier liegen halt ganz viele davon rum. Und ich werde versuchen, auch alle mitzunehmen, die ich halt so finde. Es sei denn, sie sind natürlich zu hoch vom Level her. Aber ich hab halt im Moment noch nicht genug Gefährten, dass ich hier die auf Missionen schicken könnte, weil meinen Eric Jordan brauche ich ja noch. Aber ich gehe mal kurz hier rein. Lieutenant, Corporal Garum. Bereit, euch über die Händlergilde der Migranten zu informieren. Zu euren Diensten. Kommen wir zur Sache. Wir haben folgende Situation. Die Händlergilde der Migranten besteht vornehmlich aus nichtmenschlichen Subjekten, deren Behausungen beim Angriff des Imperiums auf Coruscant zerstört wurden. Sie ließen sich nach und nach in diesem Gebiet nieder und weigerten sich zu gehen, als die Republik sie loswerden wollte. Seitdem herrscht eine instabile Waffenruhe. Was ist das für eine Operation? General Garza teilte mir mit, dass ihr Primärziel in der Gilde ein Cyborg-Erfinder namens Krell ist. Berichte deuten darauf hin, dass Krells Stärke und Schnelligkeit mindestens dem Dreifachen der menschlichen Norm entspricht. Außerdem verfügt er über die Intelligenz eines Genies. Es wird sehr schwer gegen ihn werden. Ich bin auf der Hut. Zudem hat Krell ein ganzes Heer modernster Kriegsdroiden entworfen und gebaut, die, wie wir glauben, für Tavus und die anderen Verräter aus der Sondereinheit bestimmt sind. Der Verlust von so viel Feuerkraft wäre immens. Das wird Tavus einen Schlag versetzen, den er spüren wird. General Garza will, dass jeder einzelne von Krells Kriegsdroiden neutralisiert wird, bevor sie ausgeliefert werden können. Alles fertig machen, was beim Laufen klappert. Kein Problem. Krell lässt seine Kriegsdroiden in der Basis der Händlergilde patrouillieren. General Garza will, dass alle gefunden und zerstört werden. Wisst ihr, wo er sich aufhält? Negativ. Wir wissen, dass er drinnen ist. Aber das ist auch alles. Das war alles. Viel Glück und viel Erfolg bei der Jagd. Okay. Also wir müssen diesen Krell ausschalten. Unsere Mission ist klar. Mal kurz gucken. Ist hier eine Kantine. Oder Kantina. Weil das bedeutet nämlich auch immer hier... dass auf hier ein... Auf Mantell hat man sich Geschichten über diese Bar erzählt. Hier soll es den besten korellianischen Whisky auf ganz Coruscant geben. Wir werden mal gerade mit unserem Eric Jordan hier sprechen. Tja, der Chaos-Trupp. Das Beste vom Besten. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich sonderlich erfreut über die Degradierung bin, aber es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Umstände nicht ideal sind, aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid, Jorgen. Ein Platz im Chaos-Trupp war ja wohl das Mindeste, das sie für mich tun konnten. 4 Jahre an der Akademie, 7 Jahre im Feld, Orden, Auszeichnung. Ich hätte es bald bis zum Captain gebracht, wenn das Kommando mich nicht ins Abseits geschoben hätte. Wir wissen beide, dass Tavus Überlaufen nicht eure Schuld war. Sag das mal denen da oben, die nur einen Sündenbock suchen. Aber was vorbei ist, ist vorbei. Das Kommando hat mich dem Chaos-Trupp zugewiesen, um euch zu helfen, Tavus zu finden. Und genau das werde ich tun. Ich habe Imperiale von einem Ende der Galaxis bis zum anderen gejagt. Ich habe immerhin den Todestrupp kommandiert. Die beste Scharfschützentruppe der Republik. Ich freue mich darauf zu sehen, was ihr erreichen werdet, Jorgen. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. So, Zuneigungsgewinn haben wir auch wieder. 33. Ja, wir müssen aber so mal mit ihm sprechen. Hier in solchen Kantinen oder auf dem Schiff. Also auf dem Raumschiff, wenn man später eins bekommt. Und dann, ja, damit er sich nicht so alleine fühlt. Jedi-Botschaft. Ah, ne, Jedi-Schatten. Ja, gut, Botschaft, das ist ja fast dasselbe. Also, ist hier schon wieder eine Quest. Ich bin verzweifelt, Mal. Ich würde euch ja wirklich gern helfen, Nick. Aber mir fehlen die Leute. Ist die Republik so weit gesunken? Ist dir das Leiden der Fremdlinge jetzt gleichgültig? Die Republik dient ihren Bürgern, Sir. Und zwar sehr gut. Den einen dient sie besser als den anderen. Denen, die nur 2 Ohren und 2 Augen haben. Für uns gibt es keine Gerechtigkeit.
Wir werden von Verbrechern beherrscht, die sich die Händlergilde der Migranten nennen. Und die Sicherheit der Republik. Nee, keiner von euch sollte hier leben. Wir können nicht für eure Sicherheit garantieren. Das wisst ihr doch. Unsere Heime wurden im Krieg unter den Trümmern begraben. Ist doch nicht unsere Schuld, dass die Geschäftsleute hier alle Gauner sind. Kann ich etwas tun? Ich weiß nicht. Die Dinge stehen gar nicht gut. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Die Republik schimpft uns Bittsteller und will uns loswerden. Die Händlergilde der Migranten behauptet, uns zu beschützen, doch sie nutzen uns nur aus. Jetzt hat die Gilde meine Partnerin Ria entführt und zur Arbeit als Unterhalterin gezwungen. Meine Ria. Sie muss jetzt tanzen, um Schurken zu erfreuen. Warum hat die Gilde eure Partnerin entführt? Weil ich nicht für ihren Schutz bezahlt habe. Wie ihr seht, ist es der Sicherheit der Republik vollkommen gleichgültig. Ich bitte euch, Nick, lasst es gut sein. Wer weiß, welche Demütigung und Verworfenheit meine Ria schon erdulden musste. Meine Geliebte ist mir viel wert. Wenn ihr sie zurückbringt, werde ich euch reich belohnen. Ich kümmere mich darum. Den Ahnen sei Dank. Ich kann nicht in Worte fassen, was mir das bedeutet. Ria wird bei den anderen Tänzerinnen im Gilde-Hauptquartier festgehalten. Sie ist eine schöne Nautolanerin mit hübschen grünen Kopfflechten. Ihr werdet sie sicher gleich erkennen. Okay. Oh, Nautolaner. Ja, es gibt es hier verschiedene Dinge, aber die also verschiedene Codex-Einträge. Ey, ohne Witz, man redet hier einfach, man ist hier einfach nur am Reden. Laut Sicherheitskommunikationsverordnung 1195 ist die Konversation mit Nicht-Sicherheitspersonal auf ein Minimum zu reduzieren. Beeilt euch! Ich bin Captain Denalson. Senator Bax Page hat mir befohlen, euch Informationen zu den gestohlenen Gütern des Senators zu geben. Wo kann ich die Lieferung finden? Wisst ihr, ich arbeite nicht für ihn. Wenn ihr diese Information wollt, müssen wir zunächst eine Vereinbarung treffen. Hat euch der Kumpan des Senators gesagt, wo diese Lieferung herkam? Oder wofür diese Computerchips bestimmt sind? Dann raus mit der Sprache. Wofür sind die Chips gedacht? Die Chips stammen vom Planeten Rylot. Sie steuern Sklavenüberwachungshalsbänder. Nach Republikgesetz 4412 sind rylotianische Sklavenhalsbänder und deren Chips illegal in der Republik. Selbst für Senatoren. Die Republik hat größere Probleme als ein paar illegale Chips. Sicherlich. Aber Gesetz bleibt Gesetz. Und der Senator steht nicht darüber. Unser konkretes Problem ist, dass diese Sklavenhalsbandchips in der ganzen Händlergilde der Migranten verteilt sind. Am wichtigsten ist es, die Lieferung wieder zusammenzutragen. Bringt mir danach die Chips und ich sorge dafür, dass sie zerstört werden. Klingt, als wäre es das Richtige. Das einzig Richtige. Findet die Chips und verschwindet aus dem Gildenlagerhaus. Sobald ihr alles habt, rate ich, sollten wir uns um die Lieferung kümmern und nicht um den Senator. Okay, hole die gestohlenen Chips zurück, 0 von 7. So, jetzt hier können wir endlich wieder kämpfen. Ja, Frontkämpfer lässt sich doch ganz gut steuern. Obwohl das ja noch nicht alle Fähigkeiten sind. So, den hätten wir auch mal. Oh, ich habe was vergessen. Ich bin gerade voll an dem vorbeigerannt, weil ich einfach jetzt kämpfen wollte. Aber ich habe dabei diesen Menschen übersehen. Kappt dem ganzen Planeten die Energie, wenn es sein muss. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Irren das Netzwerk übernehmen. Captain Winborn, Senatorin Kyle sagte, ihr bräuchtet Unterstützung. Wie ist die Lage? Wir werden hier zu Kleinholz verarbeitet. Wir sind nicht ausgebildet, um eine Armee von Mördern zu bekämpfen. Diese Verbrecher sind schlau, organisiert, definitiv auf einem anderen Planeten ausgebildet. Sie könnten es sogar schaffen, das Senatsgebäude zu zerstören. Zieht eure Männer zurück, Captain. Ich übernehme diese Kriminellen. So einfach ist das nicht. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die Verbrecher haben Hacker mitgebracht, um auf jeden Netzwerkknoten des Sektors zuzugreifen. Sie übernehmen die automatischen Gleiterwege.
Sie werden Tausende von Kollisionen in der Luft verursachen. Der Schrott wird auf das Senatsgebäude herabregnen wie ein Meteoritenschauer. Wer weiß, wie viele dabei umkommen. Niemand setzt General Gazas Quartier in Flammen. Zeit, diesen Verbrechern zu zeigen, wo der Blaster hängt. Ich hoffe, ihr habt jede Menge Munition. Die Verbrecher haben bewaffnete Patrouillen eingerichtet, um die Netzwerkzugriffe zu verteidigen. Wir müssen sie zurückdrängen, um die Terminals manuell zu sperren. Übernehmt genug Terminals, dann schaffen wir es vielleicht. Meine Männer geben euch Unterstützung. Viel Glück. Oh, das ist meine Stimme erstmal voll abgekratzt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das schaffen wir schon. Genau. Wo sind denn jetzt Gegner? Ah, guck mal, da vorne haben wir was. Was wir wahrscheinlich reparieren müssen. Machen wir das mal gerade. So, einfache Auszeichnung haben wir bekommen. So, und da vorne sehe ich wieder was. Gleich ist vorbei. Ziele neutralisiert. So, passt. So, hier wieder ein Safe. Den nehme ich doch ganz gerne mit. Mit 72 Credits. So, und da vorne stehen wieder welche. Ja, die sind jetzt nicht kein so großes Problem. Mal gerade hier Energie wieder aufladen, alles Mögliche. So. Das hätten wir jetzt auch. Muss ich mal gerade mal gucken, wie viele Minuten wir sind, weil ich merke mir das immer nie. Was? 12,5. Können wir ja noch hier hochlaufen und da uns noch etwas bemerkbar machen. Das ist nur ein Flüchtling. Oha. So, da hat sie es auch aus mit dem Typen. Oh, hier haben wir noch einen Safe. Es sind ja richtig viele Safes unterwegs. Das sind Safes unterwegs. Oh, ich bin so gut in Deutsch. Ich meine natürlich, hier gibt es viele Safes. Oh, da haben wir irgendwas bekommen. Ah, einfache Auszeichnung. Oh, ein Silber noch. So, ja, es ist jetzt auch kein so riesiges Problem. So, wieder aufladen. Und jetzt wieder hier rüber. Oh, der ist ja gerade voll runtergefallen. Naja, nicht mein Problem. Warte, damit nehmen wir mal das hier. Jawohl, und da sind wir auch schon Stufe 11. Und jetzt können wir uns hier einen weiteren Punkt sozusagen hinzufügen. Und am Anfang sind es noch recht viele und später werden es dann ein bisschen weniger. Also häufigkeitsmäßig gesehen.
Erhöht das Bewegungstempo um 15%. Brauche ich jetzt nicht so. Lädt die Kraftzellen wieder auf. Aus dem beim Angreifer wenden sich diese. Okay. Taktische Vogel. Auch mehr so. Was ist das? Erhöht die Reichweite von Ionenpuls und taktische Woge um 5 Meter und den Radius Explosionswoge um 2 Meter. Explosionswoge, was ist das denn? Das Ionenpuls. Das ist die Impulskanone. Stürmen. Ich weiß gar nicht, was das für Effektivschutz. Waffengranate. Vollautomatik, Sprenggeschoss, Hammerschuss. Keine Ahnung, dann nehme ich mal. Was nehme ich denn da? Ich nehme mal das da. Also Schaden um 25% erhöht von dieser Explosionswoge. Und jetzt repariere ich noch das hier. Mein Gefährte kann das hier machen und ich mache das hier. Und dann verabschiede ich mich wieder von dieser Folge. Bis dahin, tschüss.